Can you fry eggs on top of Mount Everest? I don't think so. I'm pretty sure as the bottom cooks, the top would just freeze. Something to remember next time. Den Hühnern geht's perfekt. After your attempt to escape, the boss stripped you of all your main functions. Okay, wir waren wohl ein hohes Tier und dann wollten wir fliehen. All you can do now is walk and cook. So make me an egg. Cooked on both sides. As always. Das ist auch illegal. Wenn du ein Ei brätst, ein Spiegelei, machst du das doch nicht auf beide Seiten. Nur eine Seite. Okay. So, jetzt muss ich die andere Seite. Und dafür muss ich flip. Ah! Nein! Ne? Oh, okay, der war gut. Bin ich fertig? Ah, okay. Good. I think this line of work suits you much better. If you want to leave this place properly, you need permission from the Saint of Six Stomachs. Okay. So go out into the city. Serve all those who seem hungry. And you may just gain an audience with him. You don't have to, a lot left. Don't cut corners this time. Okay. Die Pfanne wie Gott sein Großschwert. Die Musik ist in Game, ja. Ist ein recht neues Spiel. Kam vor kurzem raus und sah sehr cool aus. Ist wohl so ein bisschen dystopisch, dies, das. Hatten wohl einen ganz coolen Vibe. Brauch einen neuen Emote mit Keggy und der Pfanne. Nee, ist kein Horrorspiel. Das sieht für dich nur nach Horror aus, weil jedes zweite Horrorspiel, was wir freitags spielen, einen PS1 VHS-Stil hat. Aber es gab früher tatsächlich Videospiele auf der PS1. Die sahen so aus und waren keine Horrorspiele, ne? Oh, ich muss noch weitergehen, Leute. Ich dachte, es ist Ladescreen. Was? Echt? Ja. Wäre gut, wenn du im Real Life auch eine Pfanne hättest. Dann wäre die Pfanne so gesinkt. Okay, 10 Leute sind hungrig. Ah, sieht schon cool aus. Hey, Power Up, was geht ab? Okay, quatsch mal mit ihr. Irgend so ein Beatmungsgerät. Vielleicht ist das eine dystopische Welt, wo irgendwie ein Nuklearkrieg gab und jetzt ist die Luft verpestet oder so. You are the new poultry prepper, right? Last one didn't last long. Okay, die sterben. Boah, die Musik ist stark. I would like an egg. Cooked on both sides. As always. Okay. Can you also cook my cigarettes? I like the flavor it adds. It's already lit though, so finish cooking before it fizzles out. Okay. Also ich darf nicht zu lange machen, damit die Kippe nicht ausgeht. Thanks. Oh, Kippe. Vielleicht habe ich die Kippe zu früh reingeworfen. Oh! Sorry! Vielleicht das Ei erstmal anbraten lassen?
glaube, das geht nicht. Ich muss die Kippe reinwerfen. Nice. Verschmilzt mit der Zigarette. Wow! Chat, habt ihr gerade Bock bekommen auf ein geiles Spiegelei? Es brutzelt so schön, ne? Genau so stelle ich mir ein Raucherfrühstück vor. The way you just handled the pen, ja, bin Profi. Keeping it old school with a hint of respite. I don't think I will forget this. It feels important. Ist der Bratpfann-Joy-Con deinem kreativen Intellekt entsprungen oder wurdest du inspiriert? Wirklich eine geniale Erfindung. Nee, ich wollte schon länger irgendwas im Stream machen mit Joy-Cons, dass ich mich irgendwie bewegen muss oder so dabei. Irgendein Spiel spielen, was nicht dafür gedacht ist, mit Joy-Cons zu spielen, aber ich mach's trotzdem. Und ich dachte, das ist das perfekte Spiel dafür. I wish they would invent a toilet that doesn't whisper sweet nothings in your ear. Was? What? Das Morgenmuskelkater quoten bestimmt. I've heard the playful whispers in the bathroom are the work of dolphins. Was redet der Mann da? Or chickens playing hide and seek. I'm not enjoying this discussion. Cool, cool, cool. Ja. Yeah. Okay. Für die darf ich wohl keine Eier brutzeln. Für dich? Jo, was ist denn mit ihm los? Boah, die Musik ist so nice, ne? Ist ein nicer Vibe. Was ist denn mit seinem Kopf? Ist er so ein bisschen augmentiert? Hat er da schon irgendwie solche, keine Ahnung, irgend so ein Gigabrain, so ein Metallbrain, dass niemand dem seinen Kopf einschlagen kann, weil es irgendwie aus Titan ist? Ran out of cups this morning. Drone stopped stocking the vending machines months ago. Had to drink out of a bowl again. Junge, ich muss meine Kamera ständig wechseln, ne? Okay, er stirbt. Live on cam. Never going back. Okay. Also die ernähren sich wohl von irgendwie Vending Machines und von Eiern. Und die Vending Machines werden nicht mehr aufgefüllt von den Drohnen. Junge, was ist mit seinem Kopf? Er sieht so aus, als wäre er so aus mehreren Gesichtslappen zusammengenäht worden, oder? Die andere Seite gehen. I'm making a time-lapse of meat rotting in my apartment. Es gibt ja diesen, doch, ich wollte gerade sagen, ist auch eine interessante Idee, aber es gibt ja so diesen YouTube-Channel, ne? Oder gab's mal, der immer so Essen irgendwie in Gläsern und so irgendwie in Gläsern abgedeckt hat und sie dann gefilmt hatte. Irgendwie so ein Cheeseburger von Mc's. Und dann siehst du irgendwie, wie der so über Wochen oder so vergammelt. In Time-Lapse. Aber warum? Keine Ahnung. Um zu gucken, wie das aussieht. So alles Mögliche hat er gemacht. Alle mögliches Essen und so. Geguckt, wie lange es braucht und wie es aussieht. Wie es halt Stück für Stück irgendwie gammelt. Really hoping it pays off. Ja, bestimmt. Okay, da sind super viele Leute. Wir gehen mal runter. Was sind das alles für Freaks? Ja, wir sind ja irgendwo ziemlich weit in der Zukunft, ne? Wer weiß, was hier passiert ist. Die sind schon, die sind, wieso wackelt das so komisch? Die sind ganz anders drauf als wir heute, ne? Die kennen die Welt, die wir kennen, gar nicht. Das ist die Egg-Timeline. Das lohnt sich nicht, hier hochzugehen, oder? Ah, doch, da geht's noch weiter. Aber niemand will sich auch gerade bebraten lassen von mir. Hey, wo ist die Musik? Kann ich hier runterjumpen? Nice.
Moin, Meister. Eigefällig. Sorry, can't let you through. The people behind this door are incredibly hungry, but in super weird ways. After you feed everyone here, I think you will be... Oh, Chat. Es hieß ja gerade, der Letzte, der die Eier gebraten hatte, war nicht lange hier. Nachdem sie irgendwie genug Eier gebraten haben, dann werden die hierhin gerufen und dann werden die gegessen. Die essen da drin Menschen oder so. Glatze, bingo. Never met anyone who has been to the Mariana Trench. Starting to have my doubts. A guy like me, 2 eggs. Oh, nice. Wir können nämlich braten. Ey, wie... Hallo? Was ist das für ein... Hallo? Bitte? Junge, 2 schaffe ich doch niemals. Okay, fuck, nur einer ist geflippt. Was mache ich jetzt mit dem anderen? Oh! Der war smooth. Okay, einer ist fertig. Der brennt schon an. Oh, nice. You make 2 eggs so well. Es steuert sich aber auch echt gut irgendwie mit den Joy-Cons. Das fühlt sich viel zu gut an. Dafür, dass das jetzt einfach so irgendwas zusammengeschustert ist mit irgendeiner komischen App. The best 2 eggs I've had. Okay, 8 Leute noch. Die Eier sehen am Anfang so aus wie Quallen, die am Strand liegen. Vielleicht sind das ja gar keine Eier, vielleicht sind das ja wirklich Quallen. Mit dem hatten wir schon geredet, ne? Ich will da runter irgendwie zu den anderen. Achso, da ist die Treppe. Könnt ihr in Real Life ein Eier flippen? Ja, das ist bestimmt gar nicht so schwer, aber man traut sich halt nicht. Also ich traue mich nicht, weil ich will ja halt nicht das Ei versauen, das dann irgendwie auf dem Boden liegt. Vor allem, wieso will man auch seine Eier flippen? Seine Eier flippen, Alter. Flip, 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 flip. Anderes Thema. Du willst ja dein Spiegelei doch nicht umdrehen. Wer will denn sein Rührei von beiden Seiten? Du willst doch, dass es oben so ein bisschen flüssig ist. Okay, hier gibt es ein bisschen was anderes außer Eier. The chicken breast you smuggled me had Salmonella in it. Hm, lecky. I'm sorry about that. Did you cook it at all? Gave it a quick Italian pan sear, yeah. Nothing fancy for a guy like me. Huh. You can get Salmonella from iguanas. Was sind Iguanas, Digga? Were you around any recently? No, I don't think so. I really don't know how this happened. Check your meat before offering it to strangers. I was hurt. Eine Art Eidechse. Reptilien, okay. I've known you for 7 years. Oh, ich muss jetzt einfach ein Ei machen, okay. Bacon! Okay, jetzt geht's ja ab, Alter. Muss ich den Bacon auch flippen? Hoho, tricky Shotty. Nein, der war zu weit. ich weiß nicht, ob das mit dem Bacon jetzt so funktioniert, wenn er oben drauf liegt, auf dem Ei. Ich habe das Gefühl, das klappt so nicht. Das schöne Essen! Aber ich kann... Achso, warte, ich kann... Lange braucht ihr das Bacon, okay. Jetzt der andere Bacon auch noch. Jetzt flip. Nein. Nein, nicht mein Bacon. Okay.
Okay, das ist jetzt, wenn man so viele Teile hat, ist das doch ein bisschen schwieriger. Bacon, komm schon. Ah, nein. Wieso muss ich denn alles gleichzeitig machen? Kegel kann nur mit zwei Teilen braten. Ich kann auch mehr Teile braten, aber ich muss sie dann nicht flippen. Oh nein, ich bin auf meinem Kabel. Jetzt kommen langsam die schwierigen Level. Was steht da, Chat? Jetzt ist mein Joy-Con aus. Mein Joy-Con ist aus. Was stand da gerade in der Ecke, Chat? Dann Joy-Con entfernen. Wie mache ich denn so einen Joy-Con wieder an? Ist wahrscheinlich, weil ich keine Knöpfe drücke, geht er irgendwann offline. Jetzt muss ich den wieder abkleben. Wahrscheinlich, wenn man lang genug keine Knöpfe... Ne, der Akku ist voll. Wenn man lang genug keinen Knopf drückt, dann geht er wahrscheinlich aus. Er sucht, aber er findet nicht. Er ist am Searchen, aber er findet irgendwie nichts. But why? Also aus meiner Erfahrung musst du die immer neu verbinden. Wieso? Ach, ich muss Knöpfe dafür drücken. Ach so, ich habe die ganze Zeit nur den Joy-Con angeguckt und habe mich gewundert, wieso er nicht angeht. Verbinde ich ihn neu, I guess? Natürlich habe ich versucht zu drücken. Ich habe drückt doch die ganze Zeit und der sucht, aber er verbindet nicht. So, jetzt habe ich ihn komplett disconnected und neu connected. Kann ich dir leider nicht sagen. Habe im Internet auch keine Lösung gefunden. Das ist ja mega dumm, dass er... Wahrscheinlich ist es einfach so ganz normal, wenn ein Joy-Con, wenn du ihn lange nicht benutzt, dann geht er wahrscheinlich irgendwann von alleine aus. Ne? Und bei Windows ist das dann wohl so, wenn er ausgeht, dann musst du ihn komplett neu connecten. I guess. Was ist das? Hast du die Pfanne mal aus- und angeschaltet? vielleicht gibt es irgendwo eine Einstellung, dass der nicht ausgeht? Also irgendwie so eine Einstellung, yo, der geht jetzt nicht irgendwie nach einer Stunde aus oder so? Ich habe jetzt auch keine Ahnung, ich kenne mich mit dem Programm nicht so aus. Ja, da müssen wir wohl jedes Mal neu connecten, wie es aussieht.
sehe meinen Chat nicht. Okay, let's go. Der ist weg. Ja, das ist schwieriger, als es aussieht. Vermutlich. Ja, jetzt ist das doch wieder vorbei. Jetzt wird der Bacon halt nicht fertig. Ach komm! Junge, der Bake ist voll schwer! Ja, ja. Nein, der eine Bacon. Dreh dich um, Bacon. Bitte. Bacon. Nein. Dieses dumme, tote Schwein. Es fliegt einfach weg. Ich weiß nicht, ob das Zeug anbrennen kann. Vielleicht mache ich mir zu viel Druck, weil ich Angst habe, dass es verbrennt. Dabei kann es gar nicht verbrennen. Jo. Oh, wieso können die bitte denn auf der Seite stehen? Das ist so dumm. Wieso können die auf der Seite stehen? Ja, das Eis ist fertig. Kein Grund, es in den Abgrund hinunterzuwerfen. Yo, was habe ich da gebaut? Ja, das war zu stark. Vielleicht die Geschwindigkeit runterdrehen. Ich drehe mal die Geschwindigkeit runter. Oh, yo, das ist ja... Was ist das, diese Geschwindigkeit? Okay, das ist zu viel. Ah, zu. Bisschen runter. Hopp. 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 Nein, nicht auf meiner Hand! Hä? Okay. Junge, dieses dumme Ei. Der Bacon! Nein, der Bacon! Das war so gut! Ey, was ist das schon wieder jetzt? Was ist das denn schon wieder? Jetzt nur den Bacon irgendwie. Oh. Komm schon.
Nein, nein, das Ei. Der kommt schon. Becken liegt! Becken liegt! Jetzt muss er nur noch runterrutschen. Er rutscht nicht runter! Er wird nicht. Nein! Bitte! Nein! Junge, bitte! Ich weiß gar nicht, wie schwer es mit der Maus wäre. Ja, okay! Er fliegt auf einen anderen Planeten! Die meine Nachbarn denken gerade, ich bin sehr emotional am Kochen. Jo, 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 wohin mit dem Schwein? Zu viel gewollt. Warte, ich muss mal auskalibrieren. So, er hält die Pfanne gerade, ich auch. Ja, das ist gut. Ich warte nochmal auf den Bacon. Trennt euch. Trennt euch. Dieses dumme Bacon. Es trennt sich nicht! Es wird nicht fertig. Da. Oh mein Gott. Das Ei. Komm schon. Ja, 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 ja. Alles gut. Oh mein Gott. Was tue ich hier? You feel better, sehr. Ich fühle mich sehr viel besser. It's good. A good meal requires balance, though. Specifically, an even mix of hot and cold elements. Especially when it involves meat. Mhm. Okay, 7 Leute noch. Meint ihr, der hat Bock auf Eier? Good to see you again, my friend. Will you take some meat off my hands? I'm way behind on this. I hear stomachs whispering from across the room. Oh, mit Flüstern auf der Toilette meinen sie vielleicht... den Hunger, dass deren Mägen... oder Durchfall. Slows me down. Stage fright, I guess. Oh, ich muss jetzt wirklich was anderes machen. Ja, okay, okay! Ja, Game Over. Aber wie es aussieht, die können nicht verbrennen, wenn ich richtig liege, oder? Ich glaube, das kann nicht verbrennen. Ja, was mache ich jetzt mit den 2 Eiern? Die sind einfach 1 geworden. Das passt doch alles gar nicht mal rein in die Scheißpfanne. Diese Eier, bitte! Meine Würstchen! Meine Würstchen! Oh! Das Ei muss getrennt werden. Bitte. Nice. Ist fertig, oder? Boah, first try. First try.
That was impressive. Ja, ich bin selbst von mir beeindruckt. Truly, the way you sling. The way you fling. Textbook. Okay. Hätte er das nicht einfach selber grillen können? Seine Würstchen. Naja. Jo, was ist das für ein wildes Shirt, Alter? Ich mache mir gerade geiles Chili und jetzt zieht es erstmal ein wenig. Mach dir dazu ein paar Eier. That's my brother Tony on the grill. Soll das Snoop Dogg sein? Aus seinem Pullover? He doesn't like cooking that much. He is just trying to build up his skill and credibility. Deshalb kocht er ja auch nicht, sondern er brät. So he can impress the saint of six stomachs. Da wollen wir hin. Get their permission to leave. Also wir sind hier irgendwie wohl alle gefangen und die wollen irgendwie alle weg. Try to do the same. Aber ich glaube, hier zu entkommen bedeutet zu sterben. Jeder, der hier entkommt, wird von den Saints gefressen. I don't need it. I don't need sex. Stole some bacon from downstairs. Okay. Coole Info, I guess. Freut mich für dich, dass du keinen Sex brauchst. Zigaretten! Für Flavor. Das jetzt auf Zeit. Oh. Mikrofon gehauen. Oh, Bacon! Bacon! Ja, Zigaretten sind im Grunde einfach nur der Timer. Die Zigaretten dürfen nicht komplett abgebrannt sein. Bevor das Essen nicht fertig ist. Oh, Bacon war smooth. Das Eis leider nicht so smooth. Oh, der war geil. Okay, Bacon fertig. Jetzt nur noch warten. Nice. Thank you. Kein Problem, Digga. 5 Stück noch. Ich klicke zwischendurch mal in die Tasten auf dem Joy-Con. Mit der Hoffnung, dass er nicht ausgeht dadurch. Wenn ich ab und zu mal drauf drücke. Gaze upon this fish ration. My companion for the last 10 years. Been waiting for the right moment to eat it. Ich muss wieder rüber. I want you to be the moment. Pop it open and flip the fish out so they can cook. Okay, kriege ich jetzt so Thunfisch aus der Dose? Okay. Oh, okay, die ganze Dose. Ja, gut. Kriege ich irgendwie einen. Okay, sie ist offen. Ja, ich meine, wenn die genug Wärme hat, ne, dann platzt sie ja auch von alleine. Yo, I won't forget this moment. Kostenloser Teller, ja. If I die today, can't eat an egg tomorrow. Not happening. But not hungry right now. I won't die today. Okay, dann gibt's morgen für dich ein Ei. Ich komm vorbei. Ich weiß gar nicht, wie teuer das Spiel war. Nicht so viel. Ich glaube irgendwie 6 Euro oder so. Who are you? Oh, you are the next poultry prepper. Just working your way through us all. Hoping to talk to six stomachs. Great. Thanks for helping out, asshole. Wieso bin ich jetzt auf einmal ein Arschloch? Find someone else to feed. Okay. If anyone ever uses the word ubiquitous in the sentence, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, in a sentence, it is okay to ignore whatever they are about to say. Okay, dann ignoriere ich dich jetzt, I guess. Ich kann dich ignorieren. We are hungry. Okay. Allgegenwärtig bedeutet das, okay. Ja, okay. Halbe Jungs-WG hier auf einmal.
Das eine Ei muss befreit werden. Wow! Die liegen gut, die liegen gut, die liegen sehr gut. Na, der eine vielleicht nicht so gut. Komm schon. Komm schon, bitte. Yeah! Look at this! Nein, 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 nicht du. Na! Ah! Yo, yo! Okay, ich dachte, der steht da drauf. Was ist das jetzt schon wieder? Ich hasse es, dass die so ineinander liegen können, ne? Ja, ich mache hier ein paar Tony Hawk Tricks. Ah, der Schatten war aber ganz woanders. Kickflip. Manual. Uh, 180. U-Turn. Ja, gestapelt, alle drei. Ja, okay. Kannst du die Pfanne ganz schnell 360 Grad drehen, dass die Eier sich mitdrehen? Okay, probieren wir mal aus. Vielleicht fliegt mein Joy-Con durch die Wohnung, oder? Es gibt eine Grenze. Hä, die Schatten sind voll falsch irgendwie. Die landen ganz woanders als da, wo die Schatten sind. Oh, die liegen gerade echt gut. Nein, nein, nein. Ich habe meine Pfanne. Meine Pfanne lag falsch. Einfach alle rein. Klappt schon irgendwie. Wie wird die Pfanne eigentlich mit Hitze betrieben? Gibt's so Pfannen, die von alleine, die dann irgendwie so eine Batterie drin haben und dann werden die von alleine warm? Das ist ja voll geil eigentlich. Ach komm, wie weit fliegt der? Ah, Induktionspfanne, die macht das schon irgendwie. Ja, das stimmt. Ich habe keine Ahnung von Induktion, aber bestimmt funktioniert das genau so, ne? Das ist gut, ist glaube ich gut. Ist gut, ja, das ist gut. Oh, bitte nicht rausfliegen. Ha! Ah, jetzt liegt das eine Ei auf dem anderen. Es kann nicht braten. Es muss irgendwie runter. Bitte. Es kommt nicht runter. Jetzt auf dem anderen gelandet. Oh, reicht das so? Das kann doch nicht sein. Nein! Wie soll ich das mit Voice Command spielen? Was für Voice Command?
komm, ficken. Oh, die liegen gerade so sehr gut. Okay. Okay, okay, okay. Okay, fuck. Das andere Ei war gar nicht fertig. Ich warte. Wow, der Double Flip. Komm schon. Ich weiß nicht, ob das oben... Na, das obere zählt nicht. Ey, die kleben dann auch so ineinander, ne? Ey, das fällt nicht los. Boah, bitte. Einfach verheiratet. Trickshot. Nein, 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 nein. Nein! Chat, meine Hände tun langsam weh. Ich bin ein Opfer. Das ist der neue Fun-Controller. Den gibt's für die PlayStation 5. Ganz neu. Hey. Oh, Trickshot. Trickshot. Ja, magnetisch hingezogen. Okay, der eine ist fertig. Oh, das ist es! Das ist es! Boah, das war schwer. Das war schwer. Regarding the tumultuous nature of our request, it is surprising to see the uniform ubiquity to you managed to consistently deliver across all these acts. Labert der Mann. The multifaceted relationship between the yolk and the white is truly inspiring and really speaks to your sensibilities. Oh, mir wird langsam warm. Fucking thanks. Okay. Was habt ihr nicht als drei zählen? Ich hab gerade drei Mägen. Gefüllt. Oh, der zählt das Einzelne. All of us have a jar of honey in the bathroom. But I digress. Okay. Hilft Honig beim Verdauen? Als ob es in dieser Welt noch fucking Bienen gibt. So you exit the poultry pantry. Last poultry peddler didn't last long. I told him about the new curtains I just got. I hope the jealous he felt didn't drive him out. Yeah, I tried to stay humble. Er war so neidisch auf seine neuen Vorhänge. Er ist einfach abgehauen. Synthetischer Honig. Cigarettes are the most agreeable way of ignoring life. Boah. Deep. Dem Honig tut man sich den Hintern einschmieren, damit die Hose nicht rutscht. When it comes to leftovers, I usually scrap the food onto a plate, microwave it, and then put the fork I use to scrap the plate into the sink. It feels a little bit wasteful. Okay. Let's go. Wir haben wieder Zigaretten am Start. Okay, da sind sehr viele. Okay, muss ich auch noch was zu essen machen?
Ah, ein Ei. Hallo? Ist auf jeden Fall eine geile Würzung. This is good for me. I think they really don't make them like they used to. Okay. Zwei noch. Gleich Spiel durchgespielt. Hier sind auch ein paar Hühner. I'm not hungry. Furthermore, I would never eat anything you ever touched. No matter how gentle and tender. Der hat noch nicht mich Eier braten gesehen. Wenn er das sehen würde... Oh, ich kann rauchen. Da steht eine 8. Hä? Die Zahl steigt. Hä? Wieso sind da Zigaretten drin? War kurz weg. Für die Würzung. Okay, der geht da... Was ist mit dem los? Der kommt straight up aus Cyberpunk. The Saint of Six Stomachs is just beyond this door. Ach so, ich bin hier schon. I was demoted relatively recently. My only job now is watching the door. Allowing you entry without any form of credibility would be an embarrassment. Should your feet say at least 27 of his people, I would consider letting me in. Ich dachte, ich muss nur 10. There are many. Many hungry people. Not just here on the roof. But in every corner of the city. Each one yearning for new flavors and experiences. The Saint of Six Stomachs can hear their stomachs grumbling and would be eager to thank the person who quells it. So yeah, feed 27 people. Weird number, I know, but it feels right. You can skip a couple of the weirder people. There are many spare mouths to feed. If you ever lose track of how many people you've fed, try smoking cigarette. Personally, it always helps me think. Ah, okay. Dann weiß ich, wofür die 8 steht. Okay. Wo, Rezept? Willst du auch probieren? I think the Saint of Six Stomachs is an avid mouthwash enthusiast. If I put my ear up to this wall and listen closely, sometimes I can hear a gruggle or two. I'm just trying to distract myself, given that the number of chickens we've gathered this week is shockingly low. The people's hearts are just not in it anymore. Okay, die sammeln die irgendwo. I want to go to karaoke and sing a song that's not on the karaoke. Okay, er will auch Thunfisch. Ja, ich habe mich schon gewundert, weil auf Steam steht so, das Spiel geht so 2 Stunden lang. Und ich habe mich schon gewundert, weil ich brauche nur noch 2. Ich bin hier in 10 Minuten fertig mit dem Game. Okay. 2 Dosen. Denk mal, die obere wird gerade nicht warm. So mache ich meine Ravioli-Dosen auch immer auf. Genau so. Oh mein Gott, die stecken ineinander! Ciao, Fisch. Schade. Hey, Jules, was geht ab? Was passiert hier? Ich brate ein paar Dinge. Zwischen gerade Thunfisch. Möchtest du auch was? Ich kann ja auch ein paar Zigaretten mit Eiern machen. Jetzt muss ich die Fische da rausbekommen, ne? Ist die Dose egal? Die Dose ist nicht egal. Okay. Die muss drin bleiben.
Hoppa! Der war nice. Ja, aber dass die Fische nicht rausfliegen von alleine, ne? So. Nein. Okay, ich glaube, die Fische sind alle draußen. Jetzt nur warten. Ein Fisch noch? Nice. Das war cool, oder? Thank you. Schon. What did you expect was going to happen? No one leaves here. These people need us. Like, actually, not in a corrupt way. I think... Okay. Ah, dann gehen wir rüber. Vor allem, der Typ hat gesagt, nicht nur hier auf dem Dach gibt es hungrige Leute, also... Können wir später in ein anderes Gebiet gehen? Ja, vielleicht da hinten, wo er gesagt hatte, da will man gar nicht rein. Weil die haben einen besonderen Hunger. Das ist wahrscheinlich Endgame. Sorry, I really don't want to restrict you, but truly, I don't think you can handle the hungry freaks behind this door. After you feed everyone here, I can let you in. Ah, okay. Gut, dann brauchen wir noch einen. Irgendwo habe ich einen übersehen. Und dann können wir da rein. Vielleicht reden die jetzt am Anfang mit mir, die vorher mit mir nicht geredet haben. Ist der Con unter der Pfanne geklebt? Nee, das ist meine Videospielpfanne. Eine sehr spezielle Pfanne. Kennst du den Kettensägen-Controller für die GameCube? Hier. Den gibt's ja auch. Und ich habe so eine andere spezielle Version. Das Bratpfannen-Gamepad. Das ist kein Joy-Con. Das ist sehr seltenes Gamepad. Oh, mit denen habe ich gar nicht gesprochen. Kann ich damit auch meine Hecke schneiden? Nee, das nicht. Also mit der Kettensäge, ja. After the six stomach saints banned poultry farms, anything semi-chicken related is hard to find. Kids don't even call each other chicken anymore. Okay, die haben so sehr Chicken gebannt, man darf sie nicht mehr Chicken nennen. Aber wieso fressen die alle Chicken? Not sure if it's because they don't know what it is, or if it's just not an insult. It's basically calling someone delightful, or a delicacy. To be delightful, delicacy to someone must be nice. Dachte mit der Pfanne. Eine Hecke schneiden mit der Pfanne, das geht doch gar nicht. Bist du dumm? Du brauchst für eine Hecke natürlich was Scharfes. Mit einer Pfanne kann man keine Hecken schneiden. Mann. Willst du da mit Dark Souls durchspielen? Ein geiler Fun-Run. Wo war ich noch nicht? Da unten war ich noch nicht, oder? Der Thermobecher ist ausverkauft. Stark. Hast jetzt die ganze Zeit gewartet auf Geld und jetzt Geld da und jetzt ist der Thermobecher weg. The flamingos were banned a long time ago. I think, honestly, I can't remember. But they left pink feathers everywhere. Like buildings were dusted with some sort of strawberry sugar. Absolutely beautiful. As kids, we'd drop them from the rooftops. Just watch them spin around. We'd do that all the time on the way home from school. We stopped eventually. Don't remember when or why really. What really sucks is if we wanted to do it again, it's too late. They're gone. No, we just really didn't know how good we had it. But I like to think that since I remembered it so fondly, we made the most of it. Absolutely beautiful. Also die haben vorher
Die haben vorher Flamingos gefressen, dann haben sie Chickens gefressen und jetzt sind die bei Poultrys angekommen. Alles wird gebannt. Früher oder später. My girlfriend goes to, to a different school. I believe you. She's Polish. That's why you don't know her. Okay. Oh, da ist mein letzter Auftrag. Dafür braucht man schon einen Topf. Ab jetzt, Chat, spiele ich alle Spiele so. Wenn ich ein Spiel spiele, wo ich mit den Fäusten kämpfen muss, binde ich mir die Joy-Cons an meine Hände. Wenn ich ein Spiel spiele, wo ich Füße brauche, binde ich mir Joy-Cons auf die Füße. Ab jetzt spiele ich alle Spiele so. Nein, mein Ei! Ah, mein Ei! Komm schon, bleib drin. Ja, easy. Der Fisch? Kann der Fisch bitte? Als ob der Fisch nicht fertig wird. Weil er so seitlich liegt. Ah, nice. Thank you! Okay, Chat, wir können zu den Freaks. Chat said ready mit Inline Skates, Junge, durch die Wohnung hier. Hab eben den Gerrit Wochenplan gelesen, dass mit dem Sonntag nicht gut ging. Kann heute leider nicht zum Live bleiben, wollte aber Kuss und Liebe da lassen. Kuss zurück. Und Liebe zurück. So, mal gucken, was das für ein Laden ist da drin. Vielleicht ist da so eine Disco oder so. So eine dystopische Disco. Wo alle so halbnackt. Oh, ich kann auch jetzt hier rein. Oder komme ich von hier? Nee, ich glaube von... Nee, ich habe keine Ahnung. Wir gehen mal rein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ob ich von hier aus komme. Für Dark Souls muss ich mir dann ein Schwert kaufen. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie bei Dark Souls dann was anderes habe, zum Beispiel eine helle Bade, dann habe ich auch direkt hier eine helle Bade. Do you think you can fry eggs on Mount Everest? I don't know, might be too cold. Why not just pre-cook the egg? Yeah, like a meal prep situation. I'm not sure about that. Oh, meal prepping is easy. That's not... I've been meal prepping for years simply because it's a great way to save time, money and reduce waste in the kitchen. So I'm happy to see so many people getting wise to this method. Whoa. I just want to cook the egg while I'm up here. There. Feels like cheating if I just bring it with me. The heart has its reasons, of which reason knows nothing. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob das irgendwie eine Metapher sein soll, ob das irgendwie hier versucht, irgendwie eine Thematik aufzubauen. Kaffee. Hier ist ja wirklich ein Disco. Dem geht's gut. Er streichelt hier die Müllsäcke. Der ist gerade ganz woanders. Boah! Der geht richtig ab. Das bin ich im Club. 1:1, das bin ich. Im selben Outfit. Der fühlt es auch anders. Ja, was ist das für ein geiles Outfit? Einfach ein Menschenkopf als Jacke. I want to replace all roads with some sort of non-Newtonian fluid. And think about it. If you drive too slow, you fucking sink.
Sieht aus wie dein alter Minecraft-Screen. True. Ist das eine Toilette? Da geht's aber tief nach unten. Da ist ein riesiger Fisch. Crazy Game, Leute. Ich glaube, hier geht's mehr als nur um Eierbraten. Ja, das Finale. Am Ende wirst du den hier braten. Das bin ich, wollte Hallo sagen. Was hat er da? Kann ich mit dem kommunizieren? Ich glaube, ich kann mit ihm kommunizieren. Das ist irgendwie ein Cyborg-Fisch oder so. Doch nicht. Can you fry eggs on top of Mount Everest? Das sagen die alle. The whale looks hungry. Place an egg in his mouth. Ach so. Delfin sieht aus wie Keggy. Wo sieht er aus wie ich? Nur ein Ei? Ah, schade. Und trotzdem verkacke ich's. Warum ist es auf einmal gruselig? Wieso ist das gruselig? Hast du Angst vor Delfinen? Der sieht absolut. Wieso sollte er aussehen wie ich? Jetzt muss ich reinwerfen. Er kommt. Weißt du, sonst kann ich das Ding so durch die ganze Welt jieten, ne? Aber wenn es wichtig ist, wir es zu jieten, dann geht's auf einmal nicht mehr. Nein, 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 bleib drin! Ey! Jetzt mache ich Vollgas. Bitte! Du hast mich jetzt getroffen. Hey! Ich habe zu viel Power eingestellt. Bitte nach unten. Das ist zu wenig Power. Bisschen mehr Power. More Power. More Energy. Okay. Ein bisschen mehr Energie. The flickering torch brutalizes the blackened sun. Chirping like a cricket, seared in midnight.
calling for an answer marinated in the star's whisper. But this response remains unsatisfactory. An echo peppers the air. We must forgive the crickets, roosters of the moon. Digga, was labern die? Die scheint wohl irgendwie so Main Character zu sein, ne? Die blutige Füße? War die immer in allen Gebieten immer da und wiederholt immer diesen einen Satz. Can you fry an egg on Mount Everest? Okay, hier gab's einen Hungrigen. Noch 16. Ah, wie komme ich raus? Gibt's hier einen Fahrstuhl? Okay, man wird hochgeportet. In der Zukunft gibt es keine Fahrstühle, man wird nur geportet. Damn. You would not believe what I dropped in here. Could you jump in and grab it for me? Scheiße. Da gab's irgendwas. Roosters of the Moon klingt schon sick. Keine Ahnung, was die alle hier labern. Die sind doch alle drauf. Zu viel Eier gefressen. Die haben zu viel Eiweiß. Die haben gar keine Pupillen mehr. Ihre Augen sind komplett weiß, weil sie nur noch Eiweiß gefressen haben. Das passiert mit euch auch, wenn ihr zu viel Eiweiß fresst. Deshalb zum Beispiel, wenn so Bodybuilder, müsst ihr mal Bodybuilder in den Augen schauen. Die haben immer ganz, ganz kleine Pupillen. Was hat er denn hier verloren? Weil die so viel Eiweiß fressen, dass ihre Augen schrumpfen. Keine Ahnung, hier gibt's nichts, Chat. Ich will keine Bodybuilderin in die Augen schauen. Wieso nicht? Ich bin gerade, als wir ein Ei und eine Zigarette gebraten haben. Was ist denn jetzt los? Ich habe gerade einen riesigen Fisch gefüttert. Mit einem Ei. Einen riesigen Wal. Keine Ahnung, was der von mir will. Da unten ist nichts zu finden. Ich gehe wieder zurück. Hat geschmeckt? Ich hoffe. Einmal ein Eierpunsch, bitte. Thought it would be the job that would get me my ticket out of here. Since bar food is easy to make. And there are rarely any complaints. Thought the saint of six stomachs would notice me quicker. But hardly any of these people eat. Only drinks. I have to make them so quickly that I rarely get to spend any time on my cooking. Es geht, wie es aussieht, geht es hier alles nur ums Essen. Und jeder, der irgendwie genug gekocht hat und damit Credibility gesammelt hat, kann irgendwie entkommen. Und jeder will hier entkommen, wieso auch immer. Ist doch geil hier. Was ist das denn? Drinks! Ice Cubes! Ein Ei! Nein! Was ist das denn? Die Becher sind ja voll schrecklich. Oh nein, müssen die Würfel in die Gläser? Die Eiswürfel dürfen nicht schmelzen. Nein. Ah. Ja, verloren. Ich weiß nicht, ob die in den Bechern länger... Banger Game, aber ja, ist schon nice.
Ah, die Zigarette. Die Zigarette, Chat. Nein! Wie war das nochmal? Ich muss nicht unbedingt alle... Ich muss nicht alle füttern. Es ist egal, welche 27 ich füttere. Der kann seine scheiß Eiswürfel selber kochen. Hat er Geburtstag? Alles Gute. Can confidently say I have never met a consulant who is actually helpful. Ever. It's just their job to make you feel like you are in good hands. So admitting any sort of gap in their knowledge is impossible. I don't really mind consultants. Really? People who can never admit fault are dangerous. I'm just hungry. Oh, Chat, ich glaube, die Kneipe ist nicht ein geiler Ort zum Braten. Ja, Bier! Was für Bier! Er kippt einfach ein Bierchen rein. Wie soll ich jetzt das Ei drehen, ohne dass die ganzen Eiswürfel rausfliegen, Chat? Wie? Wie soll ich das machen? Nee, wir gehen woanders hin. Das ist mit der Bratpfanne nicht machbar. Ich gehe woanders hin. Alles geflippt, außer das Ei. Ja, Mann. Was ist das hier für ein Gerät? You still chugging along? Was ist das? Leaking but still feeling. Ist das ein Gehirn? I wish they would just play a different song. This song for whatever reason decreases your leakage. Ist das ein Gehirn? I meet a composer in prison. Maybe that's why. Anyway, I'm ordering you some food and beverage. Oh, nice. Please be careful with the beverage. I don't mind if it spills, but it definitely makes things harder. Ja, es kühlt halt das ab, ne? Ach so, das Ei fliegt einfach bis zum anderen Planeten. Wer kippt da auch Bier rein? Einfach so ein richtiger Dad-Move, wie beim Grillen, wenn der Vater Bier über das Fleisch kippt. So machen die das hier mit Eiern. Immer schön bisschen Bier in die Eier rein. How was that? They cooked it just like you like it. Even the brain, the organ of marbles, succumbs to the echoes of stomachs. Das ist wirklich ein Gehirn. Oh. Okay. Gonna go inside. Love this part. Flashlight Cube. Was geht denn bei dir ab? Du raidest hier einfach so rein? Du geiles Schwein. Das hat sich gereimt. Das war cool. Das ist eine coole Raid-Begrüßung, Chat. Schon, oder? Kann ich, glaube ich, öfters benutzen. Moneyboy-Rap. Wo war die andere Tür? Hi, hi. Dankeschön für den Raid. Die war da hinten irgendwo, die andere Tür. Wie komme ich da hin? Draghi auf einmal AI geworden. Schreibt wie so ein Bot. H-I-R-I-D-D-D-D-D-D. Aber ich glaube,
Wahrscheinlich werde ich in keiner Richtung es leicht haben. Hier kommt jetzt irgendeine andere wilde Mechanik. Noch. Wir haben gleich die Hälfte. Okay. Enriquez. Ja, gleich muss ich backen. The Saint of Six Stomachs declared he no longer consumes stingrays. Ever since, Enrique has been frantically searching for a new go-to dish. Ja, ein paar Eier. I simply believe he lacks the expertise to prepare these novel dishes. You need to soothe your ingredients before they truly begin to cook. Okay. Was ist das? Wann wird das denn fertig? Wann wird das Ding denn fertig? Wie gesagt, ich soll die vorher kochen. Aber wie koche ich die vorher? Oh! Oh! Hä? War nicht lange Anfang dabei. Oh. Dankeschön, Playmo. Kuss. Dankeschön. Ich mache die ganze Zeit Eier, weil ich der Eiermann hier bin in dem Laden. Ich bin für die Eier zuständig. Immer wieder am Glazen. Ich hab Eier. Hä? I don't get it. Oh, jetzt ist er fertig. Okay. I felt soothed just watching you handle the pan. Didn't know I was in the splash zone. Okay. Das Problem ist jetzt, Chat, ich habe keine Ahnung, wieso das jetzt geklappt hatte. Und jetzt kommt das ja wahrscheinlich mehrmals. I've been angry lately. Let it out. The Saints of Six Stomachs has juiced our city and left us with a rotting pulp. I haven't noticed any difference really. You aren't looking hard enough. Food is good. People aren't sad outwardly. I just wanna feel content for once. If you ever see me smoking tobacco, you know I'm depressed. Nichts zum Kochen. Junge, der ist ja super creepy. Einfach Bad Play. Moin. Aufwachen. I crave an end to all the chicken-related discourse. Along with any mention of cooking and stomachs. Why isn't anyone interested in discussing politics with strangers anymore? Ja, ich bin auch nicht interessiert. Seeing contradictory information makes the world feel so real. Ja, lass lieber. Wir müssen jetzt nicht unbedingt über Politik reden. Gibt es hier auch irgendwie so einen coolen Secret-Weg, wo ich irgendwie runterjumpen kann und dann... I feel like I wasted my 20s raising this stingray. What am I to do with it now? Big man upstairs changed up the menu. No one to cook. I'm lost. Ja, ein Rochen! Okay. Und den muss jetzt flippen. Au! Chat, habt ihr schon mal einen Rochen gegessen? The taste.
My 20s can wait. Kann man überhaupt Drochen essen? Ja, okay, wir Menschen fressen alles, ne? Wo ist eigentlich unser Story Girl? Entschuldigung. Können Sie sich was anziehen? Ich liebe meine Rochen lebendig und im Wasser. So isst du sie, direkt im Wasser. Du bist ja ein richtiger Jäger. My son won't let me die. What the fuck? Keeps replacing me bit by bit. I didn't really ponder the gradual loss of myself. That's kinda shallow. My son has almost completely been replaced and I can still sense him in there. In there? Still has the appetite of his even. But being near death, I feel a tense unease, similar to the moment just before vomiting. Was geht denn ab, Alter? Every moment I'm not in the hospital, I'm here fishing. Gotta eat while I can. They are taking my tongue next. What the fuck? Auf einmal übelst depressing? Nein, nicht der Pufffisch. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Jetzt sind wir fertig. But why? Bleib bitte! Bleib doch bitte! Junge, dieser scheiß Ball. Ah! Komm zurück! Ich hab ihn! Nein! Lebt der Fisch noch? Der Fisch hat gerade gechappelt. Der zappelt, der Fisch! Okay, die Tiere sind ja super weird. Also die Fische zappeln von alleine und können sich dadurch theoretisch umdrehen. Die Pufffische blasen sich auf und dann springen die rum wie so ein Ball. Your eyes looked beautiful as you did that. Danke. Oh nein. Er springt ins eiskalte Wasser. Ciao. Kann ich auch? Ich kann auch, aber dann sterbe ich. Ob man da irgendwo hin kann oder so? Wo ist meine Queen? Er muss halt zurück ins Krankenhaus. Currently, Earth is undergoing a 180-degree transformation. In roughly 20 to 30 more years, this shift will be complete, turning the Arctic into the new Antarctic and possibly restoring a normal, albeit inverted, climate distribution. I never understood why other vegetarians are allowed to eat fish. I did it purely because I liked the look. Diese Fischvegetarier immer. Fisch gegronkt. Wo ist sie? Ich hatte das Gefühl, die ist überall, aber diesmal ist sie nicht hier. Oder ist sie das da? Ist sie das? Hat die jetzt andere Klamotten an? Was für Geräte, Alter. Das Game ist ein wilder Fiebertraum. Aber ich mag's. Ich find's cool. Es hat einen sehr coolen Vibe. Das ist die nicht. Sorry, I only eat in front of cameras. I know what I'm worth. Kameras laufen! Iss! I found myself surrounded by adult sea flamingos.
They were gazing at me, motionless. I had a feeling I might die. The flamingo's hum was much like a neon sign. I don't think I will forget that. A terrifying beauty. You're going to have good dreams tonight, man. Okay. Wenn die wüsste, dass ihr gerade 1000 Leute zuschauen, bei vor allem Tausende, Millionen! You're so, was? Al dente, glaube ich, wollte er sagen. So personal, a little intimidate, maybe. Sind das Pinguine links? Mini-Pinguine. Boiled fish balls and cream. Like an undulating monument. Soaked from head to toe. While it's easy to rebuke the first two accusations, there's not much I can say about the third. Is he watching? He looks upset whenever you eat one of his fish in front of him. I think he has too much attachment. Oh nein. Oh nein, er fängt die Fische und findet die voll süß und will nicht, dass die gegessen werden. Und jedes Mal, wenn er seine Fische isst, wird er traurig. Weil er nicht will, dass die Fische sterben. Okay. Nein, nicht Bacon. Hör auf mit dem scheiß Bacon. Hör auf mit dem scheiß Bacon, bitte. Ich hasse Bacon. Und ich versteck... Die Zigarette ist raus. Ich verstehe den immer noch nicht diesen Puffer, Pufffisch, wie der funktioniert. Ja, klar, okay. Woher der Hass auf Bacon? Ja, hast du gesehen, wo man die anbrät? Super ätzend. Ich denke, dass er langsamer brät, wenn er herumhüpft. Ja, aber er brät gar nicht. Gerade irgendwie. Egal, ob er hüpft oder nicht. Okay, jetzt ist er fertig. Vielleicht muss ich mehr wackeln. Ey! Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Lecky Bacon! Woo, 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 woo. Okay, nice, fertig. Hör auf zu hüpfen! Hör auf zu hüpfen! Ey, ich hab nur ein bisschen gemacht. Aber Bacon ist drin. Jetzt fertig. Ist der Bacon fertig? Von der anderen Seite? Ja, easy. Achso, ich muss hin und her noch. Ich glaube, nächstes Mal, wenn ich was brate in Real Life, dann versuche ich mal, den zu machen. Ich versuche mal, was zu drehen. Thank you! I can't stand watching people eat my fish. The joy it brings them, not enough. I know I could do better. I can catch, but I can't cook. That fucking robot up there will never teach me. Oh, es geht um was anderes. Also er findet es schade, dass die Leute den Fisch, den sie essen, eigentlich viel, viel besser und viel leckerer essen könnten, wenn er sie zubereiten würde. Aber er kann halt nicht zubereiten, weil er die ganze Zeit fangen muss. Just buys me out and leaves.
Can you show me what you know? Okay. Hallo? Dann mach ich dir mal ein paar Eier, Alter. Spiegelei ist meine Leidenschaft. Meine Profession. Ja, oh mein Gott, er hält jetzt die Pfanne. Meine Steuerung ist invertiert. Ah, nein. Das ist meine Schwäche. Das kann ich nicht. Ah! Nein, das kann ich nicht, Chad. Junge, ich cheate gleich und kleb den Joy-Con anders drauf. Dreh dich doch einfach um. Aber dann sehe ich ja nicht, was ich koche. Boah, der war stark. Nein, wohin? Wohin? Oh mein Gott, ist das schwer. Mein Gehirn kann das nicht, Chat. Mein Gehirn kann das nicht. Jetzt muss ich nur noch Bacon irgendwie drehen. Nein, oh Mann. Wohin, wohin? Okay, Bacon ist gut, Bacon ist gut. Oh, wunderschön. Nice. Thank you so much. Really, people didn't know what they were missing. Dann hinter dem Monitor einen Spiegel dahinstellen würde. Okay, übertreib halt. Sonna, dankeschön. Für ein Jahr mittlerweile. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich schalte ein und das Erste, was ich sehe, ist Gaggy mit einer Pfanne. I don't think I could attempt what you're doing. Making your way among people. The love for your work vanished from your gaze long ago, didn't it? I want to continue to love. Tell that to six stomachs for me. Okay, mache ich bestimmt. Hier sind noch drei hungrig. Das Gebiet ist auf jeden Fall etwas angenehmer als die Bar. Die Bar ist viel zu schwer. Ach, hier steht sie. Die habe ich die ganze Zeit gesucht. Do you think you can fry eggs on top of Mount Everest? No. Well, I want to try. You don't sound very confident. How so? You decided to ask me. I don't think you asked because you wanted my input. I think it's because you wanted others to know. Know what? I'm not sure. Maybe that you have aspirations. That seems too simple, though. Lavadin. It's more about the novelty of the idea than practical goals, right? Are you maybe looking for a challenge that seems impossible just to prove something to yourself? Or others? I think you take comfort in knowing you're expected to fail. If you succeed, that's great. You defied the odds. If you fail, well, no one is disappointed because they figured as much. I think you are reading too much into it. It's just frying an egg on top of a mountain. Deflecting like that is a little cowardly.
Ich schalte ein, das Erste, was ich höre, dass jemand gerade eingeschaltet hat. Ich schalte gerade ein und höre, wie jemand gerade eingeschaltet hat, dass er eingeschaltet hat. Und jetzt du. This fish are a family. I can feel it. I will believe it when I see it. Okay. Zeit für Fisch. So, willst du eine Fischdose, wenn du direkt einen Fisch fressen kannst? Ey, der ist weg. Release the fish. Gib ihn mir. Ach, komm schon. Ist der Fisch wieder auf der Seite? Oh mein Gott. So, jetzt liegen die perfekt. Nicht aufeinander, schön nebeneinander. Jetzt kurz warten. Und dann flip. Der Flip sah viel zu gut aus. Ich dachte, das klappt. Ja, die kleinen Fische sind noch drin in der Dose. Ey, der Fisch hat sich gedreht von alleine! Jetzt gib doch endlich auf. Du wirst eh gegessen. Die kleinen Fische müssen aus der Dose raus. Ah, oh, nicht die Dose! Nicht die Fische! Macht das Spaß, die Pfanne zu werden? Ja, schon. Ich weiß nicht, wie viel einfacher das Spiel wäre, wenn es mit der Maus zu spielen, aber ich habe das Gefühl, es ist gewollt, dass man das so spielt. Oh, einer ist rausgeflogen. Oba, der ist weg. Ich krieg's irgendwie nicht mehr hin. Ich hab die Magie verloren. Die Magie des Pfannenwendens verloren. Der wird der Pfand, der Pfand. Der Pfand in der Hunde verrückt, genau. Boah, die geile Pirouette in der Luft, habt ihr die gesehen? Die war stark. Ey, diese kleinen Sardinchen, ne? Diese kleinen Sardinchen! Oh! Ich dachte, die eine Sardine fliegt weg. Perfekt. What a reunion! Thanks for the show. Oh, das war eine Familie-Chat. Die in der Dose waren die Kinder und der andere Fisch war die Mama. Hey man, how you been? Yeah, yeah. Damn, they really tore you apart. But I would recognize the nose of yours anywhere. We used to use your nose as a sigil whenever we lost power. Der kennt mich. Mainly during the war in Argentina. I'm not hungry right now, but would love to give your stuff a taste at a later time. Okay. Es gab wohl in dieser Welt irgendein Krieg in Argentinien. What's up, Poultry Man? Das bin ich. Hey, Junge, hat der einen fucking Laser auf der Stirn? Do you know what they do with all of those chickens? Look at all those chickens. The guards told us to watch these guys as they went to go get a drink. They told us to keep a close eye on them. Aggressively. Like about to cry. I don't mind raising them, keeps my mind occupied. I just want to know where they go after they take them. Ins Bauchi Bauchi.
Der schaut meine Streams, meinst du? Prison was fine. It kinda just felt like a new experience. So kann man das auch positiv sehen, ne? I was arrested when I was 12 because I made a got your nose joke against the Saints. Das ist literally Hina. Wenn du dem chinesischen Präsidenten bei ihm das machen würdest. Junge, du würdest in ein Arbeitslager kommen. Lebenslänglich. Still not sure how he hurt. And obviously, I didn't think the punishment fit the crime at the time. As I grew older, though, I began to understand. Grateful for the opportunity regardless, I could have ended up like you, stripped down to a poultry prepper. Hey, hey, hey. Ich komme hier wieder aus dem Loch raus, okay? Ich mache mir wieder einen Namen. Ich bin nicht mehr nur einfach nur der Hühnchenmann mit den Eiern. Ja, okay, verloren. Wie soll ich das schaffen? Wenn die zwei Fische gleich anfangen zu hüpfen, ist vorbei. Wenn die gleichzeitig hüpfen, ist vorbei. Yo! Curling! Nein! Okay, einer ist fertig. Ich muss das Ei drehen. Oh, first try! First try! Boah. That was entertaining. I hope Six Stomachs was still watching. Okay. In dem Gebiet gibt's nur noch einen. Du siehst hungrig aus. How am I supposed to know which sock goes on which foot? Halt wirklich, als ob da irgendjemand drauf achtet. Achtet ihr da drauf, Chat? Drangstorm, Dankeschön für den Gifted Sub. Achtet ihr da drauf, dass ihr die richtige Socke auf den richtigen Fuß macht? Nee, ne? Das achtet da gar keiner drauf. Ich glaube, wenn, dann... Dann Serienkiller. Neutral, du machst das. Ich meine, es gibt ja so Socken, wo so ein L und ein R draufsteht, ne? Meistens, Junge. Aber wenn ich das hätte, würde ich es tun. Also, wenn nur, zum Beispiel, wenn du Socken anhast und die dann ausziehst und wieder anziehen willst, dann haben die ja so ein bisschen die Form von deinen Füßen angenommen, weil du sie ja schon gerade getragen hast. Dann würde ich schon darauf achten, dass ich die richtige Socke auf den richtigen Fuß mache. Ne? Das ist weird, genau. Aber wenn die frisch gewaschen sind, du sie frisch aus der Schublade ziehst, dann sind sie doch gleich. Da achtet man doch noch nicht drauf, ob der links oder rechts ist. Ich bin der Serienkiller hier? Nein. Sensory Issues bei Socken? Ich bin hier der Normale, ja. Ich bin hier der Normale. Sag's, wie es ist. How am I supposed to know? Okay. The taste. Ah, sie isst vorher die Socken. Die probiert sie, sie leckt sie an. I don't know you. Do I? No. You deserve the biggest funeral. Okay. Wenn er links draufsteht, dann nehme ich links. Aber solche Socken habe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Und bei deinen Socken, die du hast, wo nicht links und rechts draufsteht, dann achtest du doch auch nicht da drauf. Mir ist nur wichtig, dass unterschiedliche Farben Muster haben. Ah, du bist so jemand, du kannst nicht, die Socken dürfen nicht die gleichen sein. Die müssen unterschiedlich sein. Die eine muss weiß und die andere schwarz sein. Die dürfen nicht beide weiß sein. Okay, die wollen auch nichts gekocht haben. Dann der Typ wahrscheinlich. Ja, geile Augmentation. Ich kann mit ihm gar nicht reden. Nichts zum drauf achten gibt. Sind die nicht 1:1 gleich? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die sind so ein bisschen angewinkelt, oder? In die andere Richtung. I found a new thing to do with napkins at restaurants.
sorry, I thought it could... I could tell you about it, was? But I just checked. I can't tell you about it. I just checked. Was hat gecheckt? Wo ist hin? It's good drinking during the day. Get your crying done before it's dark. Okay, chill. Chill. Diggy. A lot of veterans like to come down here to the underbelly of the city. Not sure why. I think it's the cool air. I find the air a little bit too salty. But this is where the Saint of Six Stomachs got his start. So natural, this place became a hub for some interesting chefs looking to make some noise. I like things a bit simpler though. Okay, der letzte. Das war zu deep. Okay. Ja, ich lieb's, wenn die einfach unterschiedlich sind. Ja, ich habe auch eine Zeit lang so meine Socken gehandelt. Ich habe die gar nicht ineinander gesteckt oder so angepasst. Dann habe ich auch eine Zeit lang einfach immer zwei verschiedene Socken getragen. Aber mittlerweile bin ich weg von diesem Trip. Okay, einfach nur ein Fisch. Mit einer leckeren Würzung. Schön Tabak rein, Alter. Mein Mikrofon gemutet mit der Bratpfanne. Ja, ja, wenn die unterschiedlichen Schnitt haben, ist scheiße. Wenn der eine dann so eine Sneakersocke ist und der andere so ein längerer Strumpf ist, dann ist nicht geil. Oh, die Zigarre ist raus. Beim Fisch einfach warten, bis er sich selbst dreht. Schade. Oh! Die Zigarette perfekt platziert. Fast in seinen Mund rein. So. Huh. That paired elegantly with the fish. If you need, use my stomach as your bail money. Okay. Ja, dann sind wir hier fertig. Glaubt ihr, es wurde schon mal mit Tabak gewürzt, also so in den 60er, 70er Jahren? Das wird doch safe heute noch auch gemacht. Irgendjemand würzt doch bestimmt irgendwas mit Tabak. Es gibt doch bestimmt heutzutage Gerichte, irgendwelche speziellen Gerichte, wo man irgendwas mit Tabak würzt oder so. So, wie viel habe ich? Aha, 7 Stück noch. Auch wenn sie die gleiche Farbe haben, müssen die einen unterschiedlichen Schnitt haben. Also du trägst eine Socke, die dann so unter dem Knöchel ist und auf der anderen Fuß eine Socke, die über dem Knöchel geht. Du machst deinem Namen Ehre. Chaos Mate. Da komme ich ja her, ne? Ich denke mal, da, wo Licht leuchtet, die Türen gehen auf. Aber heißt das jetzt, ich habe jetzt nur noch die Bar-Chat? Muss ich jetzt wirklich die fucking Drinks kochen? Boah. Ich will nicht die Drinks kochen. Ich habe gehofft, ich kann irgendwie das umgehen. Hölle nein! Aber er hat doch gesagt, bei den Saints am Eingang hat er doch gesagt, es gibt mehr als 27. Und ich muss nicht unbedingt die Freaks machen. Oder kann sein, dass sie teilweise, wenn man genug Credibility gesammelt hat,
sind hier ein paar Leute, die vorher nicht bekocht haben, sich nicht bekocht haben lassen von dir, dass sie sich jetzt bekochen lassen, ne? Weil man mittlerweile hier so angesagt ist. Ich muss noch 7 machen. Wenn du Gericht mit Tabak googelst, kommt ein Chefkochartikel, Zigarettenrezepte. Vor allem noch Zigarettenrezepte, nicht einfach irgendwie Tabakrezept oder so, sondern wirklich Zigaretten. Ja, I guess wir gehen ein paar Drinks braten. Da komme ich wohl nicht drum herum. Ja, mit Filter und allem, alles rein. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mit den Bechern machen soll. Das ist viel zu schwer. Und hier gibt's nur 6. Und ich brauche aber noch 7. Es muss noch irgendwo eine andere Tür geben. Fand die Biere nerviger. Nee, Biere sind ja nicht so schlimm. Aber die Becher bedeuten ja, dass du nur auf Zeit. Also das Eis schmilzt ja, diese Eisdinger. Und wenn die schmelzen halt super schnell. Und wenn die weg sind, hast du halt verloren. Die Biere, ja, dann liegt halt das Bier da rum. Aber juckt halt, ne? Da kann man vielleicht noch runterjumpen. Der Keggy ist so schmeggy, das bin ich, ja. Erwischt. Schuldig. Schere. Jörr! Das ist Secret Area. Hier, Secret Area Chat. Schade. Keine Secret Area. Die wollten sich zum Beispiel am Anfang nicht bekochen lassen. Wollen die immer noch nicht. I wish they would invent a toilet. Ja, die wiederholen sich. Ja, dann gehen wir in die Bar. Aber wo kriege ich dann habe ich irgendwo jemanden stehen gelassen. Nee, hier habe ich auch alle fertig. Hier gab es ja nur 10 und ich habe alle 10 fertig. Irgendwo habe ich was übersehen. Irgendwo gibt es noch einen Weg. Was mit der Tür da unten? Oder ist da überhaupt eine Tür? Machst du Sherry-Mode rein? Was, gibt es ein bekanntes Sherry-Mode oder was? Da ist noch eine Tür. Hier ist es. Wir müssen nicht in die Bar! Okay, hier sind 8. Was ist das hier für ein vercrackter Club, Digga? Gefängnis! I prefer interpretive plumbing. It has many... Was? The main one being that sometimes if I work up enough of sweat, the bugs find me desirable. I will let you use this one. Oh, hier werden Insekten gebacken. But don't let him escape. Oh nein. Oh nein. Wie escaped er denn? Wahrscheinlich, wenn er auf seinen Beinen steht. Ja, dann haut er ab. Ja, er haut ab! Die miese Ratte. Nein, der ist weg! Das ist hier Frankfurt Hauptbahnhof. Meinst du, so sieht's bei euch aus? Ach, komm schon. Oh, er fliegt einfach weg! Kann er nicht auch mal irgendwie anbraten, sodass er dann nicht mehr fliegen kann? Und der muss auch in der Pfanne bleiben. Okay.
Das ist ja super stressig. Hoho, der Flip! Oh, ich freue mich gleich schon, wenn irgendwie so 50 Insekten kommen. Wenn ich so 50 Insekten braten muss. Oh, ich habe den Text geskippt aus Versehen. Einfach diese eine Spotshow-Folge von Votadeus im Seetang, diese Kakerlaken-Geräte. Okay, was geht hier ab? Was hat der für einen geilen Kopf? I figured it out. What the chickens are for. The gizzards are extremely pliable when exposed to toilet water. Take a look. Ui, was ist das denn? Chat, was ist das? Das sieht nicht aus wie Chicken. Oh, das ist ein Würfel, den muss ich bestimmt auf allen Seiten machen, ne? Oh no. Oh no. Oh no. Vielleicht gehen wir doch in die Bar. Oh mein Gott, dreh dich! Dreh dich nicht um! Der Plumpsack geht herum. Wer sich umdreht oder lacht, kriegt eine auf den... Ja, wohin? Ich habe nur einmal kurz angeditscht. Das Fleisch sieht noch irgendwie lebendig aus, Alter. Das Ding sind Resident Evil Klumpen. Nein, die Zigarette ist drunter. Scheiße, die Zigarette ist drunter. Na! Komm schon. Ja, letzte Seite. Oh, die Zigarette war fast durch. Don't you see? This is it. Okay, that was a backflip. Legende. Beste NPC im Game. Le fucking Gende, Alter. Er backflippt einfach. Let me tell you something. Do not bite at the bait of pleasure till you know there is no hook beneath. Boah. Boah. Okay. Alles gefickt. Thomas Jefferson said that to me. Okay. Wish I could have tried my hand at poultry prepping. It's not my fault I cut my left hand off when I was 12. I was bored. This world is run by lefties. Actually, is the saint of six stomachs left-handed? Not sure. Can you check for me if you get up there? Finally, lay this to rest. Okay. Die Welt wird hier regiert von Linkshändern. Okay, ins Wasser geht nicht. Und weil dem einfach langweilig hat er sich einfach seine Hand abgeschnitten. Aber gut, ich meine, in so einer Zukunft, wo man sich eh dann so easy augmentieren, so eine andere Hand augmentieren kann, die halt viel stärker ist, viel besser, viel schneller, viel stabiler ist. Ah, juckt! We have raised these guys since birth. Sure did. Do not waste them. If they escape, maybe that wouldn't be such a bad thing. Kakerlaken. We talked about this. It is time. Die haben ganz viele Kakerlaken geraced. Zwei. Nein, flieg nicht! Na, die eine Kakerlake. Mein Ei, komm schon! Werd fertig! Nein! Nein! Hey, der war fertig! Der war fertig, Chat! Letzte Sekunde! Was passiert mit ihm? They just never tell you how hard it's gonna be. Was ist mit ihm passiert?
They say the Saint of Six Stomachs has eyes that are deceptively unimportant. He understands you, even through frosted glass. Is that an analogy? I don't think so. So he's got glasses? I think so. My great-grandma went to school with him. She also had glasses. Damn, he's pretty old. Consuming stingrays does that to you. Birds too, before they got sick. I'm relieved we figured this one out. My great-grandma is dead. Okay, ich bin also ziemlich alt, I guess. Haltet die Fressen, Chat. Wir. I usually perch on the toilet as if I were a bird. Like this. Selbsterkenntnis ist so wichtig. Deine Schnauze zu halten ist auch so wichtig. Boah, in Russenhocke kacken. Anders stark. I think it is healthier for you to sit like that. But I believe with my girlfriend now, she's Polish. And I'm afraid she's going to come into the bathroom as I'm doing that. I tried to tell her the truth, but she thought I was joking. I have been trying to go cold turkey lately, but it is so hard. Imagine, du datest jemanden und erwischst ihn dabei auf Toilette. Gehst rein und sitzt so auf der Toilette. Red Flag Chat oder weiter daten? Kannst du in Russenhocke scheißen? Hä, klar, wieso nicht? Hast du noch nie irgendwie in einem Wald oder so gekackt? Da sitzt man doch in Russenhocke. Ist ein Keeper. Sofort heiraten. Smash. Und ich meine, viele Leute schwören ja drauf, dass je höher die Knie sind, desto einfacher ist das ja zu kacken. Deshalb gibt es ja Leute, die dann ja so beim auf der Toilette so einen Hocker haben, wo sie ihre Füße draufstellen, damit ihre Knie höher sind. Deshalb, wenn du ja in der Russenhocke kackst, dann sind deine Knie ja maximal hoch. Das heißt, das ist die Position, wo du am besten caken kannst. Kacke deswegen in der Sexschaukel. Also so eine Sexschaukel über deiner Toilette. Stark. Used to dream about these guys for the first couple months after the ban. Always wanted a taste. Chicken's taste of tomatoes now. Ah, never mind. Grow up. It's better than the alternative. Ich wollte immer so ein Toilettenstipper-Ding holen, um es zu testen. Also ich meine, wenn man irgendwie Probleme beim Koten hat, why not, ne? Viele Leute schwören ja drauf. I don't need to do drugs every day, man. It's cool if you do, though. My thighs just got so red, I had to stop. Wieso werden seine Oberschenkel rot, wenn er Drogen nimmt? Ist das ein Ding, Chat? Haben wir Junkies hier im Chat? Ah, er sticht sich da rein! Er spritzt sich das in die Oberschenkel? Ist das ein Ding? Nein, oder? Du musst doch immer in die Venen spritzen. Oder gibt es irgendwelche Drogen, da macht man das einfach in die Oberschenkel rein. Aber bei Oberschenkel sagt man ja auch eigentlich, wenn du zum Beispiel einen Schnitt in dem Oberschenkel, einen tiefen Schnitt im Oberschenkel hast, dann verblutet man da super schnell, weil da super viel Blut drin ist. Also I guess, wenn du eine Nadel in deinen Oberschenkel steckst und dann Drogen reinspritzt, dann kommt das auch schnell ins Blut. Kannst du überall, Hauptsache kommt in die Blutbahn, ja. Aber ein Oberschenkel tut bestimmt voll weh. Irgendeine arme Sau sitzt hier gerade knüppelhigh vom Stream und du callst das auch out. Testo spritzt du, glaube ich, in den Po oder Oberschenkel. Stimmt, Testo, das habe ich auch schon öfters gehört, dass man Testo sich in den Arsch spritzt.
Habe es für die letzten Tage benutzt, da ich seit Tagen nichts mehr kam. Und ja, es ist verdammt nochmal besser. Ich weiß, es wollte keiner wissen. Was, du spritzt dir Drogen? Ach, du meinst wahrscheinlich den Hocker fürs Kacken! Ich dachte, jo, hab die letzten Tage mal mir in die Oberschenkel gespritzt und nicht in die Arme. Ist richtig geil gewesen. War richtig nice. Mal eine ganz andere Erfahrung. I work for the TV station. I love your shoes. Danke. Be careful. They take away that pen of yours. We are roommates. And that's one way street, trust me. Okay, die wollen mir meine Pfanne wegnehmen? Never. Die gehört mir. Die kriegt keiner. Ja, gehen wir hoch. Wie viel brauche ich noch? 4. 4 noch. Dann sind wir fertig. Im Krankenhaus habe ich öfters was gespritzt bekommen. Da konnte ich mir aussuchen, ob Bauch oder Oberschenkel. Bauch ist ja irgendwie auch... Was hast du ausgewählt? Bauch klingt ja auch super schrecklich. Da ist sie. Unser Girl. Can you fry eggs on top of Mount Everest? Maybe you can make scrambled eggs? Wieso ist eigentlich der Wächter im Knast? So no sight is in the cold too long. But at that point, is it even worth the risk? Mount Everest is hard to climb. The achievement of getting up to the top drops the notion of frying an egg. But no one's fried an egg up there. Yet, I would be the first. Being the first person to do anything is of course impressive, but it isn't a substitution for quality. You don't get it. And you do? Ich meine, es gibt... Also auf Mount Everest hochzukommen, ist halt extrem schwer. Und eine krasse Challenge, das zu schaffen. Und es gibt Leute, die haben es natürlich gemacht und geschafft und überlebt. Es gibt Leute, die haben es versucht und sind gestorben. Aber wenn du da ja schaffst, hochzukommen, dann bist du ja nichts mehr Besonderes. Weil es gab Leute schon da oben, die da hochgeklettert sind, hochgewandert sind. Gab es ja schon Leute. Das heißt, wenn du da hochgehst und irgendwas Besonderes dort machst, wie zum Beispiel auch einen Backflip, du bist vermutlich der Einzige, der je auf einem Mount Everest einen Backflip gemacht hat. Genau, wenn du dir Heroin auf dem Mount Everest spritzt, bist du vermutlich die erste Person, die auf Mount Everest sich Heroin gespritzt hat. So kannst du eigentlich ein krasses Achievement viel uniker für dich persönlich machen, sodass es dann anders ist als bei den anderen. Hello, I would like to order a cock. Cockroach. Ah. Hold. Okay, let's go. I have no clue what this guy is saying. We screwed up his mouth during the orientation procedure. Jo, was ist das? Eine Pizza! Mit Patronen! Oh, die explodieren! Nein, mein Joy-Con! Es ist auch explodiert. Ich habe lange nicht mehr den Joy-Con auf den Joy-Con-Knöpfe gedrückt. Ich muss ihn neu connecten. Hallo? Wieso habe ich eigentlich so viel offen? Schon mal eine Pizza in der Pfanne gemacht? Nee, aber klingt actually eigentlich ganz geil. Ist auf der Spitze von Mount Everest genug Sauerstoff für eine Flamme zum Eierbraten? Das ist eine gute Frage, aber ich denke schon. Oder verbraucht eine Flamme doch nicht, also damit eine Flamme entzündet,
braucht sie doch nicht mehr Sauerstoff als du zum Überleben. So. Was ist das für ein Clip? Mr. Squid, dankeschön für 26 Monate. Hello, I would like. Erste Mal auf Englisch Essen bestellen. Okay. Okay, die Patronen sind super gefährlich. Aber wenn ich sie nicht gucke, dann passiert doch auch nichts, oder? Okay, doch. Boah, die sieht richtig gut aus. Junge, irgendwas. Oh, ist fertig geworden. Thank you. Man muss eine Sauerstoffflasche zur Spitze des Everest mitnehmen, glaube ich. Ja, ja, weil es dort super schwer ist zu atmen, aber an sich kannst du ja auch, nur es ist, glaube ich, schwer. Und deshalb musst du dir halt eine Sauerstoffflasche holen. Aber an sich, glaube ich, kannst du dort atmen. I would like you to stop doing that. I haven't eaten in 4 days. How can I? What do I get from feeding you? Okay. Der Clip ist aber eigentlich eher wegen dem Ende amüsant. Ich dachte, weil ich rede wie ein Trottel. Hello, I would like to order a cock. Cock? Ja, wo ist mein Cock? Hallo? Achso, ich muss die Patrone noch legen. Wow! Was ist denn hier auf einmal los, Alter? Oh mein Gott. Das ist ja voll schwer. Ist halt so unberechenbar. Ich weiß nicht, was passiert. Also wie stark die wegflippen, wie weit, wohin. Boah, das eine Ei. Ja. Ich habe seinen Fuß getroffen. Nice. Hoppa. Nein, bleib drin. Papa. Ja, perfekt. Jetzt nur drin lassen. Oh! Was passiert? Was passiert? Wieso hat sich meine Pfanne verbuggt? Nein. Ich könnte halt versuchen, auch die Patronen vielleicht draus zu jeeten. Die müssen ja nicht drin bleiben. Das ist schwer. Ohne die Pfanne zu splashen.
Das war gut. Jetzt muss ich nur schaffen, die Eier umzudrehen. Ah, wohin? Nein, nur einer gedreht. Kann bitte das Ei fertig werden? Nein. Oh, er explodiert gleich. Oh! Boah, ich hab die weggeheatet, die Patrone. Komm schon! Mann, dieses dumme Ei! Danke. Oh, die Patrone ist gefährlich. Ach, komm schon! Das war so gut. Weg mit... Oh. Scheiße. Ja, hallo! Hey, wie die Patrone vom letzten Mal noch drin ist. Scam. Eine Brate-Sinfonie. Oh, der war schön. Nice. Ah. Spielt er wirklich mit der Bratpfanne? Ja, das tue ich. Oh, wo geht's denn hier lang? Wir sind gleich durch, Chat. Das ist eine Bong. Fisch, geht's dir gut? So, what are you doing here in my office, you poultry peasant? Okay. I assure you, we are not hungry. Perhaps my dolphins could use a little entertainment. They were all decommissioned after the war with Argentina and yearn for some excitement. Okay then, show us some moves. Okay, die haben Robodelfine in den Krieg gegen Argentinien geschickt. Nur ein Ei? Das ist ja free. Okay, es sind sehr viele Patronen. Hey! Schade. Aber wie funktioniert das? Ist ein extra Gamepad. Habe ich selbst gebastelt. Dafür brauchst du, um das selbst nachzubauen, brauchst du drei Komponenten. Du brauchst eine Bratpfanne. Du brauchst Klebeband. Und du brauchst einen Joy-Con. Das war's. Nee, das ist mal ein DIY-Projekt, wo du keinen weißen Bastelkleber brauchst. Boah, Junge. Also theoretisch kannst du auch mit weißem Bastelkleber machen, wenn du die Bratpfanne und die Wiimote nicht mehr brauchst. Die Wiimote. Die... Boah, der Tanz! Wenn du den Joy-Con und die Bratpfanne nicht mehr brauchst. That was impressive! The Porpoise Peddler, think about it. I will put good word in with 6 stomachs. Okay, einmal noch, ein Koch noch, ein Rezept noch. He actually helped me build this place back when him with his chickens, me with my dolphins. Said he wanted to rest here with me when it was time for him to New World. I'm not sure what that meant, but the day never came, unfortunately. Okay, ein Rezept noch, dann sind wir fertig. Weiß nicht, warum ich die ganze Zeit gedacht habe, du benutzt einfach so ein VAA, wie eine Art V-Controller-Hülle. Was ist ein VAA?
So, Jungs. Braucht ihr ein paar Kakerlaken? Ich mache euch alles. Okay. Cooles Gespräch. I assure you, we can reconfigure the toilets if you need it. Stimmt, die haben die Toiletten genau nebeneinander. Oh, good. Yeah. Okay. Die enjoyen es einfach. Es ist einfach Bro-Moment, nebeneinander kacken. I don't even want to feed them. I'm far beyond uncomfortable. Aber ich. Ach was. Oh nein, Bacon, Game Over Chat. Das ist gerade viel zu gut gerade. Das ist gerade viel zu gut, Chat. Scheiße, das Ei muss runter vom Bacon. Und das war's. We synchronize our chewing. We synchronize our swallowing. All in attempt to synchronize our... I got it. Oh nein. Oh nein. Aber ist auf jeden Fall auch irgendwo auf eine Art und Weise ein Bonding. Und dann Hand in Hand sitzen die da beide und synchronisieren ihren Stuhlgang. Einer fehlt noch. Ja, da drin fehlt einer noch. Aber overall brauche ich nur 27. Ich habe alle. Also es gibt mehr, als man braucht. Wann synchronisierst du deinen Stuhlgang mit Chat? Ja, ich versuche das ja immer. Das so ein bisschen einzuführen hier. Indem ich von euch verlange, dass ihr nicht ohne mich auf Toilette geht. Nur, dass wir zusammen gehen. Aber ihr haltet euch nicht dran. Okay, jetzt kommt Finale, Chat. Jetzt kommt, muss ich das finale Rezept kochen. Das perfekte Dinner für Six Stomachs. The Saint of Six Stomachs is just beyond this door. I was demoted. Ja, das kennen wir schon. Yep, habe ich gemacht. Ja, 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 ja. Fertig. So, yeah. Ja, ja. Good number. Ja. Ja. Okay, dann gehen wir rein. Von der Namco. Okay, hier gibt es sogar jemanden, der hungrig ist. Und er wird nicht meine Eier essen. Das klang falsch. Der wird mich essen wahrscheinlich. Mein Fleisch. Moment, das? Das ist wirklich einfach nur ein Bauch? Das ist wirklich einfach nur ein Bauch? The fuck? Also ein Magen, ja, meine ich ja nicht Bauch. Okay. Dann machen wir ein paar leckere Eier. Da will ja sogar wirklich zwei Eier. Okay, hier gibt es mehrere. Okay, die sechs Mägen, ne? Das sind ja die Six Stomachs. Nein, ich hoffe nicht, gleich kommen wieder vier Eier. Mit vier Eiern hatte ich letztes Mal echt Probleme.
Wow, der Flip! Na! Oh, bleib drauf! Okay. Sind da Knochen? Da sind Rippen jetzt zu sehen, ne? Boah, 4 Eier. Game over. Ja, lass alles stapeln. Das wird gleich zu einem Menschen. Das läuft gerade viel zu gut mit den 4 Eiern. Das läuft viel zu gut mit den 4 Eiern. Fünf! Ach du Scheiße. Was bewegt sich da drin? Was ist das für eine ekelhafte Scheiße? Imagine, man müsste alle von vorne anfangen, wenn man einmal verkackt. Also dreh ich. Ich muss nicht drehen. Der war geil. Der Double Flip. Da ist halt ein Ei noch gar nicht. Ja, yeah, und es fliegt raus. Hä, hey, das eine Ei sollte da gar nicht anbrennen. Boah, der Tripler. Oh nein, der Double Flip! Boah, ich match jetzt noch Patronen hier drin. Oh, okay, easy. So, jetzt Finale. Das ist ein Chicken! Hier drin werden Chicken gezüchtet. Mit Eiern. Ja, Hühner sind generell alles Fresser. Die würden sich auch gegenseitig fressen. Wow, das war zu krass. Ja. Ja, jetzt kommt die Frage. Was war zuerst da, das Ei oder das Huhn? Aber Moment mal. Die behandeln ja hier die Six Stomachs of Saints, die Saint Stick Ficker, als irgendwie die Oberhäupter, die Anführer. Dieses Volk hier wird von Hühnern geführt? Aber wieso opfern sie sich dann für die Menschen?
liegt da drauf? Gibt auch gütige Götter. Nee, das geht nicht. Götter müssen immer böse sein. Nein! Der war geil. Das sind, glaube ich, die hinteren zwei noch. Nur noch der eine. Aber auch Eier nicht. Die sollten eigentlich zusammenfließen und ein großes Ei werden. Schlechte Physik. Wohin? Die sind wieder drin. Der Mini-Flip. Der sogenannte. Da ist noch rechts irgendwie einer. Zwei noch. Scheiße. Richtig gedreht, aber es muss jetzt irgendwie noch. Ja, so muss es gut sein. Ja, ist gut. Als ob das nicht geht. Das lag doch voll gut frei. Scheiße, ich krieg's nicht runter. Nein! Oh, ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn die so perfekt aufeinander liegen. Die zu trennen ist so schwer danach. Junge, mit Maus ist ja voll einfach. Die guten alten Egg-Issues. Ja, ich muss die Maus betatschen, damit ich die Eier drauflegen kann. Dafür brauche ich leider die Maus. Das hat Ei noch gar nicht. Okay, das sieht gut aus. Oh, das sieht sehr gut aus. Das ist sehr gut. Das ist es, oder? Das ist es. Noch ein... Da ist eine Hand. Und ein Kopf. Nur ein Ei. Und dein Kopf, ja. Ich meine, der Kopf war obvious. Deshalb habe ich nur die Hand angesprochen. Aber wieso jetzt ein Mensch?
Ich meine, unten hatten wir ja auch einen Menschenmagen gehabt. Dann wurde es plötzlich zu einem Huhn. Junge, das ist nur ein Ei. Wieso kriege ich ein Ei nicht hin? Schaut, ich kriege ein Ei nicht mehr hin. Ich habe gerade 6 Stück gemacht und ich krieg ein Ei. Hä? Ich habe gerade 6 Eier gemacht und ich krieg jetzt eins nicht hin. Dong. Ich glaube, ich hab's. Er klopft. Can you fry eggs on top of Mount Everest? Never thought about it. Perhaps it's irrelevant. For me, anyway. But still. Das ist seine Hand. Ich kann jetzt ihm die Hand geben, Chat. Let me know. Was? Oh! Ich kann mit der Pfanne. Jo! Minigame! Okay! Da ist eine riesige Menschenstatue. Drakengard. Ich hab gar nichts gecheckt. Aber der Vibe und das Gameplay war schon sehr funny. Ich weiß nicht, ob es so ohne Bratpfanne genauso viel Spaß gemacht hat. Wo fliegst du hier lang? Keine Ahnung, wir befinden uns ja in einer dystopischen Welt hier in dem Spiel. Deshalb, ja, da haben wir kurz ein bisschen mehr von der Welt gesehen. Mount Everest. Wir fliegen zum Mount Everest. Ich bin hier gebruchlandet. Wir braten gleich Eier auf dem Mount Everest. Du hast auf dem einzig richtigen Weg gespielt. Magic Moment. Du hast so eine Pfanne fallen gelassen. Ja, hier oben ist noch eine neue Pfanne. Die ist auch in real life. Dort eine Pfanne. Wenn du schaffst, auf Mount Everest hochzuklettern, dann liegt dort eine Pfanne.
oder ein Huhn? Gucci, 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 Gucci. Also war das Huhn zuerst da, Chat. Gucci, 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 Gucci. Okay. Und es endet. Das war actually ein geiles Game. Das war entertaining. Ich habe nichts kapiert. Ja, ich auch nicht. Aber ich habe ein paar Eier gebraten.